Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin Christian Meyer, zuständig für die Kommunikation am Deutschen Herzzentrum Berlin. Und ich begrüße euch zu einer Gesprächsrunde zum Thema Corona. Wie versprochen und angekündigt soll unser heutiger Schwerpunkt auf dem Thema angeborene Herzfehler liegen. Und das betrifft natürlich vor allem Kinder und Jugendliche. Wir bekommen viele Fragen von besorgten Eltern. Diese Besorgnis ist, denke ich, sehr, sehr gut nachvollziehbar und verständlich. Und deswegen freut es mich auch besonders, dass Professor Felix Berger sofort zu diesem Gespräch zugesagt hat. Professor Berger ist der Direktor der Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie hier im Deutschen Herzzentrum Berlin. Professor Berger, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Vorweggeschickt, wir versuchen natürlich, Professor Berger so ausführlich wie möglich zu löchern, zu befragen. Aber auch er wird sicherlich nicht zu jedem Einzelfall individuell Stellung nehmen können. Sicherlich auch für uns alle verständlich, per sozusagen auf diesem Weg Ferndiagnose geht das nicht. Deshalb vielleicht auch hier schon mal der Appell, zögert nicht auch in diesen Tagen eure Kinderkardiologin, euren Kinderkardiologen zu fragen oder sich auch hier im Deutschen Herzzentrum bei Ratsuche hier an uns zu wenden. Professor Berger, wir hören und lesen in letzter Zeit immer wieder, dass Kinder von der Corona-Pandemie nur milde betroffen sind, dass sie es manchmal gar nicht mitkriegen, wenn sie infiziert sind bzw. erkrankt. Auf der anderen Seite hören und lesen wir, Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ganz klar eine Risikogruppe. Wie geht das zusammen? Ja, das ist in der Tat so, dass wir das sehr schwer in Einklang bringen können. Die Kinder, zumindest bis zum 20. Lebensjahr, sind in der betroffenen Gruppe deutlich unterrepräsentiert, erfreulicherweise. Das heißt, sie sind in der Auffallenswahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufes wesentlich seltener als erwachsene Patienten mit einer Covid-Erkrankung, Covid-19-Erkrankung. Woran das letztendlich wirklich liegt, können wir nur spekulieren. Eventuell ist das Immunsystem ein anderes, trainierteres. Eventuell hat es was mit Rezeptorendichten zu tun, der ACE-Rezeptoren, der Enzymaktivitäten. Von daher können wir diese Frage noch nicht letztendlich beantworten, auch nicht hinreichend verständlich beantworten und interpretieren. Die Frage mit den Herzerkrankungen ist deswegen genauso schwierig für uns zu beantworten, wie es sich verhält, wenn Kinder mit einem angeborenen oder einem erworbenen Herzproblem eventuell eine Erkrankung mit dem Coronavirus erleiden würden. Nach allem, was wir bisher aus den Veröffentlichungen und den wissenschaftlichen Diskussionen wissen, explizit auch aus der epidemiologischen Sicht aus den chinesischen Gebieten und auch aus Italien, verhält es sich, wie wir es gerade angesprochen haben, dass die Erkrankungswahrscheinlichkeit im Kindesalter niedrig ist, deutlich niedriger als die Erkrankungswahrscheinlichkeit in höheren Altersgruppen. Das fängt an, ab 20 Jahre sich zu verändern und bis 20 Jahre ist es ungefähr in einem Bereich, wo wir sagen würden, das ist vergleichsweise noch selten zu der Erkrankungshäufigkeit bei den Erwachsenen. Aufgrund dessen ist es sehr schwer zu beantworten, ob das Vorliegen eines angeborenen Herzfehlers im Kindesalter die gleiche Problematik mit sich bringen könnte, wie ein Erwachsener, der eine Herzerkrankung hat, die sich im Regelfall ein Herz-Kranz-Gefäß-Problem, eine schwere Klappenveränderung, ein Herzfunktionsproblem aufgrund einer erworbenen Herzerkrankung haben. Die sind tatsächlich in der Risikokonstellation ganz anders zurzeit zu interpretieren, wie wir es im Kindesalter vermuten. Was wir aber nicht sagen können, ist, ob das eine Frage der Häufigkeit von erkrankten Kindern ist, zumal die Kinder dann auch noch mit Herzfehlern noch vergleichsweise seltener sind.
Dennoch müsste man eigentlich annehmen, dass Kinder mit angeborenen Herzfehlern in der Zahl der Kinder, die berichtet worden sind, zumindest mal eine normale Verteilung, wie wir sie aus der Inzidenz von angeborenen Herzfehlern haben, aufzeigen müssten. Und bisher gibt es keine Berichte darüber, dass diese Kinder präferenziell einen schlechteren und schwierigeren Verlauf haben. Von daher gehen wir zurzeit davon aus, dass tatsächlich auch Kinder mit angeborenen Herzerkrankungen in der Risikokonstellation deutlich mildere bis asymptomatische Verläufe eher zeigen als die Patienten mit Herzerkrankungen im deutlich späteren Erwachsenenalter. Das ist ja ein bisschen eine vorsichtig beruhigende Auskunft von Ihnen. Ja, das ist richtig. Ich glaube, es ist auch zurzeit angebracht, eine, ja, Beruhigung ist der falsche Ausdruck, aber zumindest mal daran zu glauben oder darauf zu hoffen, dass unsere bisherigen Beobachtungen auch für unsere Kinder mit angeborenen Herzfehlern zutreffend sind. Bisher gehen wir auch in unserer Empfehlungslage derzeit nicht explizit dahin, dass wir sagen, Kinder mit angeborenen Herzfehlern generell sind in der Risikokonstellation als Risikogruppe zu klassifizieren. Es gibt sicherlich Ausnahmen, speziell, und das sind auch Fragen gewesen, die uns zugesandt worden ist, speziell Patienten, die eine schwere Lungenhochdruckerkrankung haben, die muss man definitiv in eine Risikogruppe einordnen. Speziell Patienten, die keine vollständige Korrektur eines Herzfehlers haben, die also nur eine schwere Blausucht haben, müsste man definitiv bei einer Erkrankung als Risikogruppe klassifizieren. Und speziell Patienten, die eine Kombination mit anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel einer Immunschwäche und einer Herzerkrankung, einer angeborenen Herzerkrankung haben, die gehören definitiv auch zur Risikogruppe. Natürlich auch kombiniert oder nicht kombiniert, sondern in der Vergesellschaftung mit den Patienten, die aufgrund einer Transplantation eine Immunsuppression nehmen müssen. Das ist einleuchtend, aber ich will jetzt, vielleicht sollten uns die Zeit nehmen für Laien wie mich. Die meisten Eltern, die uns zuschauen, wissen da wahrscheinlich wesentlich besser Bescheid. Aber dennoch, was ich als Laie weiß, ist, dass es eine Krankheit ist, die die Atemwege betrifft, die die Lunge betrifft, die sich in den Atemwegen und im schlimmeren Fall in der Lunge vermehrt. Jetzt könnte man blöd fragen, warum sind dann Herzpatienten betroffen. Was macht mich als Herzpatient zur Risikogruppe, gerade auch im Hinblick auf einen angeborenen Herzfehler, der schon lange korrigiert ist, wenn ich ein Erwachsener mit einem angeborenen Herzfehler bin, aber beschwerdefrei bzw. mit einer ganz normalen Leistung leben kann? Wo ist sozusagen der Punkt, wo sich das auf das Herz über die Lunge auswirken kann? Ja, das ist natürlich wieder eine Frage, die aufgrund der Vielfältigkeit der Herzfehler nicht so wirklich generell zu beantworten ist. Es ist definitiv ein Unterschied, ein angeborener Herzfehler oder eine erworbene Herzerkrankung des Erwachsenen hinsichtlich der Auswirkungen auf das Herz. Die meisten Patienten, die einen angeborenen Herzfehler haben und ins Erwachsenenalter kommen, haben einen korrigierten Herzfehler. Es gibt nur sehr wenige, die einen nicht korrigierten Herzfehler im Erwachsenenalter haben. Von denen, die derzeit sowohl als Kind einen korrigierten Herzfehler haben, als auch als Erwachsener mit einem ehemaligen angeborenen Herzfehler und einem korrigierten Herzfehler jetzt in der Vergleichspopulation sich wiederfinden, gehen wir davon aus, dass die Risikokonstellation tatsächlich für diese Patienten ähnlich ist wie zur Normalbevölkerung mit der Berücksichtigung des Alters. Das heißt, symptomlose Patienten nach einer Korrektur würden wir nach dem jetzigen Wissen tatsächlich in der Risikokonstellation ähnlich sehen wie zur Normalbevölkerung, sollten sie eine normale Lebensqualität, normale Lebensleistung und eine symptomlose normalen Verlauf über das Jahr in den letzten Jahren, Jahrzehnten erlebt haben. Schwieriger einzuschätzen wird es tatsächlich für die Patienten, die aufgrund ihres angeborenen Herzfehlers eine deutlich eingeschränkte
Herzfunktion oder Lungenfunktion haben. Nun, das betrifft tatsächlich die Patienten, die sich im Erwachsenenalter befinden und vielleicht eine deutlich eingeschränkte Funktion haben und hinsichtlich ihrer Belastbarkeit auch Einschränkungen haben. Bei denen würden wir die Risikokonstellation ähnlich sehen wie bei den Patienten, die keine angeborene Herzfehlerhaltung haben, aber eine erworbene Herzerkrankung haben. Und es hängt sehr davon ab, wie ausgeprägt die Symptome sind und wie ausgeprägt auch die Lunge in diesem Zusammenhang mit beteiligt ist. Also beispielsweise ein Herz, ein linkes Herz, welches keine gute Funktion hat und eventuell die Lunge anfängt zu stauen, aufgrund dessen, dass das Herzzeitvolumen nicht optimal aufrechterhalten kann. Diese Patienten würden wir tatsächlich in einem Risikocluster höherer Gefährdung einstufen müssen. Und das hängt einfach damit zusammen, dass das Herz und die Lunge und der Kreislauf in dem Gesamtzusammenhang als ein kommunizierendes System zu interpretieren ist, weil das Herz als Pumpe natürlich zwischen dem rechten und dem linken Herz die Lunge geschaltet hat. Und je nach Erkrankung und der zusätzlichen Erkrankung der Lunge selbst verändern sich die gesamten Lastbedingungen für das Herz und für die Pumpsituation des Herzens auf der einen Seite. Aber auch auf der anderen Seite wissen wir, dass das Virus, wenn es die Erkrankung auslöst und eine Infektion verursacht, tatsächlich auch einen direkten negativen Einfluss auf den Herzmuskel haben kann, wie im Sinne einer Herzmuskelentzündung. Und auch dieses würde in dem Zusammenhang bei einer geschädigten Gesamtproblematik Herz-Lunge als Gesamtpaket, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf, eine deutliche zusätzliche Gefährdung mit sich bringen. Okay, wenn ich das aber nochmal zusammenfasse, also das ist natürlich ein bedenklicher Aspekt, den man vielleicht nicht so oft hört, dass sich es auch direkt auf den Herzmuskel auswirken könnte. Aber ohne jetzt gefährlich zu verallgemeinern oder pauschal zu entwarnen, Sie würden jetzt vielleicht auch sagen, dass das dann eher ältere Erwachsenenpatienten betrifft als Kinder? Oder kann man selbst so weit nicht gehen? Also alles, was wir bisher wissen aus den Beschreibungen und den ganzen Veröffentlichungen, die wir zurzeit mannigfach lesen können, ist es eine klare Altersabhängigkeit zu erkennen und eine klare Abhängigkeit mit zunehmendem Alter, was wir nennen es Komorbidität betrifft, also sprich was zusätzliche Organsystemerkrankungen betrifft, wie zum Beispiel die Niere, wie zum Beispiel Herzerkrankungen, wie zum Beispiel Asthma oder wie zum Beispiel dieser obstruktiven Lungenerkrankung. All diese Dinge sind natürlich Faktoren, die da negativ ins Gewicht schlagen, respektive mit zunehmendem Alter. Das heißt, das Vorliegen dieser Risikofaktoren ist mit zunehmendem Alter in ihrer Gefährdungssituation als zunehmend auch gefährlich zu interpretieren. Mit anderen Worten, ein Patient, der diese Faktoren mit sich bringt, hat in seiner Risikokonstellation eines schwereren oder deutlich gefährlicheren Verlaufs der Infektion ein schlechteres Abbild als ein Patient, der dieses nicht hat. Im Übrigen ist auch als Risikofaktor ein deutliches Übergewicht zu verzeichnen, was sicherlich auch negativ zu Buche schlägt. Nochmal zusammengefasst, also die Lunge wird befallen. Ja, die Lunge kann sozusagen nicht mehr so gut den Sauerstoff aufnehmen. Das heißt, das Herz muss dafür sorgen, dass dieser wenigere Sauerstoff aus der Lunge trotzdem in den Körper kommt und muss, wenn man so will, mehr Arbeit leisten. Kann man das ein bisschen so vereinfachen? Ja und nein. Die Krankheit nimmt ja einen relativ typischen Verlauf, in dem zunächst der Rachen quasi befallen wird, in dem sich das Virus repliziert, also vermehrt. Und in einem späteren Verlauf, so ungefähr so am achten Tag nach Infektionsbeginn, wird das Virus sich verlagern und in die tieferen Lungenabschnitten bewegen und dort weiter sich vermehren. Dieser zweite Verlauf ist eigentlich der, der uns am meisten Kummer macht, weil er dann die Problematik des Atmens
und des Sauerstoffaustausches und des Klärens des CO2 aus der Blutbahn deutlich beeinträchtigt. Wir nennen das dann natürlich auch eine Lungenentzündung, die sehr, sehr schwer verlaufen kann. Jetzt haben wir zwei Dinge, die eine Rolle spielen, was die Herz-Kreislauf-Belastung betrifft. Aufgrund dessen, dass Sie eine schlechtere Atemsituation haben durch die Infektion der Lunge, kommt es natürlich einerseits aufgrund der erhöhten Atemfrequenz. Sie versuchen das über ein schnelleres Atmen auszugleichen. Und aufgrund der Problematik, dass auch eine reaktive Steigerung der Herzfrequenz resultiert, um entsprechend auch ihre Kreislaufsituation, die angestrengt ist, aufrechtzuerhalten. Und alleine diese beiden Faktoren führen zu einer Belastung des Herz-Kreislauf-Systems. Und wenn dann noch obendrauf eine negative Auswirkung des Virus mit, auf den Herzmuskel, auf die Herzmuskelzelle zusätzlich eine Rolle spielt, ist das für für die Kreislaufsituation eine sehr schwere Belastung. Und das ist natürlich dann abhängig davon, wie die Ausgangsbedingung war. Ist also die Ausgangsbedingung von einer normalen Kreislaufsituation gegeben, da ist die Belastung für den Herzkreislauf als, sagen wir mal, eine ausgeprägte Belastung zu interpretieren und führt nicht zwingenderweise sofort zu einer Überlastung. Ist aber das Herz-Kreislauf-System schon von Anfang an nicht auf einem 100% Niveau oder 70% Niveau, ist natürlich diese zusätzliche Belastung durch Herzfrequenzsteigerung, Atemfrequenzsteigerung eine Belastung, die unter Umständen dem Patienten in eine schwere zusätzliche Kreislaufsymptomatik bringt. Ich komme jetzt aber noch mal zurück auf Kinder und Jugendliche, Kinder vor allem. Was Sie gerade schildern, muss ja nicht passieren bei einer Nein. Infektion, beziehungsweise es passiert wohl bei Kindern relativ selten, dass es sich von oben nach unten auf die Lunge verlagert und dort, wenn man so will, bedrohlich wird. Und da ist nach allem, was man weiß, um das nochmal festzuhalten, ist es eben so, dass das bei Kindern seltener passiert als bei Erwachsenen. Unabhängig, ob die jetzt einen angeborenen Herzfehler haben oder nicht. Absolut, da haben Sie vollkommen recht, Herr Mayer. Sagen wir, Infektionsverläufe bei Kindern scheinen eine ganz andere Intensität zu haben und führen deswegen seltener, und zwar ausgeprägt seltener, zu derartigen Verläufen, wie wir sie aus den Presseberichten lesen und wie wir sie aus Italien, Spanien und China her kennen und in den neuen Infektionsclustern Großbritannien und den Vereinigten Staaten auch befürchten müssen. Von daher muss man sagen, ist der Vorteil des Alters, ungeachtet dessen, ob ein Herzfehler vorliegt, auf jeden Fall ein Riesen, Gewinn, ja, weil wir eigentlich trotz des Vorliegens eines korrigierten oder nicht korrigierten angeborenen Herzfehlers im Kindesalter einen wesentlich günstigeren Verlauf erwarten dürfen, als dies der Fall wäre, wenn der Patient deutlich älter ist. Das glaube ich, das galt es, glaube ich, nochmal festzuhalten, weil es kommen ja unglaublich viele Fragen und Zuschriften von Eltern, von Kindern mit angeborenem Herzfehler, ganz unterschiedlicher Schweregrade. Ja, also wenn ich jetzt einen VSD oder ASD habe, der vor vielen Jahren verschlossen wurde, bei meinem Kind muss ich mir jetzt mal vereinfacht gesagt auch nicht größere Sorgen machen, als wenn ich ein völlig gesundes Kind habe. Nach allem, was wir wissen, kann man das nur mit Ja beantworten. Wie ist es dann bei den komplexeren Herzfehlern? Wie ist es zum Beispiel bei Patientinnen und Patienten, bei Kindern, die bei den verschiedenen Schritten der Frontaloperation stehen? Sind die dann, was würden Sie den Eltern einfach raten? Wie gehen Eltern mit kleinen Kindern, die eine Korrektur eines schwereren angeborenen Herzfehlers hinter sich haben, die noch nicht so lange zurückliegt, beziehungsweise die zwischen verschiedenen operativen Korrekturschritten stehen. Was mache ich da jetzt als Vater mit meinem Kind? Was kann man da
sagen, so schwer es auch ist, pauschal jetzt dazu was zu sagen. Also prinzipiell würde ich denken, dass wir genügend Hinweise dafür haben, dass auch komplexere Herzfehler, die eine Korrektur hinter sich haben und in einem Stadium sich befinden, dass sie im Alltag sich normal belasten können und sagen wir mal, Kindergarten oder Schule besucht haben, ohne größere Probleme und auch nicht durch eine andauernde Infektanfälligkeit sich präsentieren, dass selbst diese Kinder mit dem komplexen Herzfehler nicht wirklich als Risikokonstellation oder Risikogruppe zu werten sind. Dies würde sich aus meiner Sicht in der Beratung anders darstellen, wenn diese wenn wir bei der Fontan-Gruppe bleiben, beispielsweise sogenannte Komorbiditätsfaktoren, also zusätzliche Erkrankungsrisiken mit aufweisen. Lassen wir es mal bei der Fontan-Gruppe, aber das ist die Gruppe mit dem Einkammerherzen, für diejenigen, die den Ausdruck Fontan noch nie gehört haben. Diese Patienten können auch zum Beispiel Eiweißverlustsyndrome haben. Oder können auch Eiweißausscheidungen, Eiweißabscheidungen in den Lungen haben, können Ergussbildungen aufweisen. Das sind aber alles dann komplizierte Verläufe dieser Patientengruppe. Und die muss man dann tatsächlich als mit einem deutlich höheren Risiko abgebildet interpretieren. Mit anderen Worten ist die Komplexität eines Herzfehlers alleine bei einem guten Verlauf, nennen wir den komplexen Herzfehler Fallo, ja, die Fallo'sche Tetralogie oder eine Transposition der großen Arterien, wo die Arterien initial vertauscht wurden und dann korrigiert worden sind. Wenn wir einen normalen Verlauf mit guter Lebensleistungsfähigkeit und Lebensqualität und Unauffälligkeit im Alltag haben, würden wir, denke ich, zurzeit dort auch nicht ein erhöhtes Risiko feststellen dürfen, weil wir dafür auch wirklich keine Daten haben. Und eigentlich müssten wir Daten haben aus den initialen Berichten, dass wir hören würden, dass selbst im Kindesalter diese angeborenen Herzfehler eine Risikokonstellation darstellen, weil weltweit natürlich überall auch Kinder eine Erkrankung gezeigt haben, aber zumindest in den Berichten, die uns vorliegen, ist kein Hervorheben von angeborenen Herzfehlern als zusätzliches Risikofaktor aufgeführt worden. Klingt jetzt doch ein bisschen beruhigend. Das ist ganz schön, denke ich. Vielleicht kann man es ein bisschen so pauschal nochmal vereinfachen. Egal, welche Schweregrad der Herzfehler hatte, und hier kam auch zu Recht der Hinweis, man spricht dann auch nicht immer von Korrektur, sondern auch von Palliativangriffen. Vielen Dank, Ramona, für diesen richtigen Hinweis. Wenn es meinem Kind in diesem Stadium gut geht, und das erlebe ich ja auch immer wieder, dass es Leute gibt, die sagen, so ein komplexer Herzfehler, und dann ist mein Kind so fit. Wenn das Kind vor der Corona-Krise, sage ich mal, fit war und fit ist, dann muss ich nicht eine größere Angst haben als sonst auch. Und ich muss wachsam sein. Ich denke, das seid ihr Eltern alle mit den Kindern sowieso immer. Und diese gleiche Wachsamkeit auch an den Tag legen, aber auch keine größere. Also es kommt ja dann immer dieser unschöne Begriff des Wegsperrens auf. Muss ich meine Kinder mit einem angeborenen Herzfehler einschließen? Ja, einschließen ist ein relativer Begriff. Viele fühlen sich alleine schon mit den Maßnahmen, die die Behörden und die Bundesregierung zu Recht beschlossen haben, schon eingeschlossen. Das betrifft natürlich dann auch speziell auch unsere Kinder, die hinsichtlich der Beschränkung ihrer Mobilität sich als eingesperrt fühlen würden. Aber diese Beschränkungen, wie wir sie jetzt auch erleben und auch wirklich respektieren müssen, sind so ungemein wichtig, dass wir das auch hinsichtlich der Hoffnung und der guten Aussichten für unsere Patienten, die einen angeborenen Herzfehler haben und im kleinen und jugendlichen Alter sind, im Kindesalter und im jugendlichen Alter sind, dass wir sagen müssen,
Das muss unsere Pflicht sein, diese Maßnahmen zu respektieren, damit die Infektionsfrequenz, also sprich die Anzahl der Fälle, die akut auf unser System lasten, die Problematik für unsere Kinder nicht zusätzlich aggraviert. Mit anderen Worten, wir müssen genauso damit helfen, die Anzahl an neu dazugekommenen Patienten pro Tag zu reduzieren, damit wir auch für unsere Kinder mit angeborenen Herzfehlern und für unsere Patienten mit angeborenen Herzfehlern über kurz oder lang das Infektionsrisiko, das persönliche Infektionsrisiko deutlich senken können. Da sind wir bei den konkreten Maßnahmen. Die Frage kam auch wiederholt, was ist mit Kindern, die jetzt dieses Jahr im Sommer, im Herbst in den Kindergarten kommen sollen, in die Schule kommen sollen? Kann man da jetzt zu was sagen? Also sagen wir mal, die von Regierungsseite beschlossenen Maßnahmen sind bis dahin wieder aufgehoben, gelockert. Es gibt wieder die Schulpflicht, die Kindergarten, die Kitas haben wieder geöffnet. Ja, was mache ich dann, wenn mein Kind, sagen wir mal, eine TGA hatte oder einen Fallot? Ich glaube, das ist zu früh, als dass wir da jetzt eine wirkliche Prognose abgeben können, weil wir nicht genau wissen, wie lange die spezifischen Maßnahmen mit welcher Einschränkung unser öffentliches Leben sagen wir mal, beeinflussen werden. Von daher kann es durchaus sein, dass wir a über die Zeit neue Erkenntnisse erhalten, also sprich, dass wir vielleicht Hinweise bekommen, dass eine spezielle Gruppe unserer Kinder vielleicht doch eine andere Risikokonstellation haben, was zurzeit nicht der Fall scheint, oder dass man eine spezielle Einschränkung für verschiedene Altersgruppen hat. Also dass zum Beispiel die Kita-Kinder eingeschränkter sein könnten als die Schulkinder oder umgekehrt. All diese Dinge sind jetzt aus der Sicht des heutigen Zeitpunktes noch nicht wirklich vorherzusagen und sollten dann tatsächlich auch erst beantwortet werden, wenn es enger wird. Wenn jetzt eine Frage kommt, inwieweit wir direkt an Ostern oder direkt nach Ostern eine derartige Frage beantworten müssten, dann würde ich persönlich zunächst einmal bei einem nur teilkorrigierten, sehr jungen Kind, sagen wir mal Säugling oder junges Kleinkind, ein, 2 Jahre, was mit dieser Situation direkt nach Ostern eine eklatante Änderung des persönlichen Umfelds erleben würde, eine spezielle Beratung hinsichtlich dieses Veränderns eingehen. Also sagen wir, wir haben einen Patienten, dem es gut geht, der sich auch nicht hervortut mit einer schweren Infektionssituation, also nicht häufiger Infekte hat als andere Kleinkinder in dem Alter auch und eine gewisse Blausucht noch mit sich trägt, sagen wir eine Sättigung von 80 oder 85% im Blut. Hinsichtlich dessen Neueingliederung in eine Kita-Gruppe sollte man sicherlich nochmal speziell dann prüfen, wenn wir zum Zeitpunkt des Eingliederns neue Erkenntnisse hinsichtlich des epidemiologischen Verlaufs haben. Für die Problematik derer, die in öffentlichen Einrichtungen schon waren und keine größeren Probleme hatten, und nach Lockerung der Einschränkungen von Behördenseite aus, vom Gesundheitsministerium und vom Robert-Koch-Institut, gibt es sicherlich von dem Standpunkt heute keine definitiven Einschränkungen, die wir jetzt schon vorhersagen könnten im Vergleich zur Altersvergleichsgruppe, die keinen angeborenen Herzfehler haben. Kommen sehr, sehr viele. Ich gucke hier immer so ein bisschen auf meinem Handy. Es kommen natürlich wahnsinnig viele Fragen. Also bitte habt Verständnis, dass wir die nicht alle so individuell beantworten können. Aber eine greife ich jetzt einfach nochmal exemplarisch raus. 35 Jahre gut funktionierender Frontalkreislauf zähle ich zur Risikogruppe. Nach allem, was wir wissen,
Ich versuche das nochmal auf das, was ich auch schon gesagt habe, zu summieren. Nach allem, was wir wissen, ist auch ein Patient mit einem derart komplexen Herzfehler, der diese Palliationsoperationen hinter sich hat und eine Fontankomplettierung hinter sich hat und 35 Jahre alt ist, keinerlei besonderen Einschränkungen in seiner persönlichen Lebensqualität, Lebensleistung empfindet, würde ich nach dem jetzigen Wissensstand nicht wirklich als eine höhere Risikogruppe interpretieren als die Altersvergleichsgruppe. Dennoch muss man sagen, ist die Anzahl der Patienten mit einer Fontan-Operation nicht so repräsentativ hoch, als wir das zu 100% wirklich beantworten könnten. Von daher gilt hier nicht die überängstliche maximale Isolation, aber es gehört aus meiner Sicht auf alle Fälle eine besondere Aufmerksamkeit dazu. Das heißt, diese Patienten sollten definitiv sich überlegen, ob sie sich Massen nähern, sollten überlegen, ob sie in eine überfüllte U-Bahn steigen, solange wir diese rapide Verbreitung des Virus noch haben. Das sind Vorsichtsmaßnahmen, die man noch mehr berücksichtigen sollte, als man es dann tatsächlich in der Normalbevölkerung berücksichtigen muss. Also mit anderen Worten, da ist es vielleicht doch angebracht, noch einmal häufiger die Hände zu waschen, noch einmal näher sein Umfeld zu beobachten, ob jemand hustend um die Ecke kommt, ob jemand sagen wir, hinsichtlich seiner Verhaltensmaßnahmen sich nicht an die empfohlenen Abstandsregeln hält. Das würde ich dann tatsächlich empfehlen, weil das Wissen darum, was wir haben, ist abgeleitet aus den Beschreibungen, den epidemiologischen Berichten aus den Gebieten, die bisher so betroffen waren. Das heißt China, Italien, Spanien und das, was wir zurzeit aus den deutschen Landen wissen. Von daher können wir noch keine explizite Sicht auf eine spezifische Patientengruppe ableiten darüber, weil dafür die Statistiken einfach und die statistische Betrachtung und Interpretation noch nicht ausreichend genug ist. Von der, sag mal, generellen Empfehlungslage, gibt es derzeit noch keine wirklichen Hinweise, wie schon gesagt, angeborener Herzfehler mit normaler Leistungsfähigkeit, ohne besondere Komorbiditäten, scheint sich in der Risikokonstellation der Altersgruppierung wiederzufinden. Okay. Also ich meine, ich glaube, die Mehrheit unserer direkt betroffenen Patientinnen und Patienten und die Mütter und Väter, denen brauchen wir das eigentlich nicht zu sagen. Nichtsdestotrotz muss man vielleicht nochmal darauf hinweisen, natürlich die Regeln, die für alle gelten, nur rausgehen, wenn es nötig ist, Abstand halten zu anderen Leuten und lieber fünfmal zu viel die Hände waschen als einmal zu wenig, würde ich sagen. Jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht. Es sind ja Kinder, ne? Also die kann man. Wie gesagt, dieser Begriff des Wegsperrens, das geht nicht. Aber da nochmal angesetzt, wenn mein Kind jetzt zu husten anfängt, wenn es ein bisschen Fieber bekommt, was tue ich da? Ja, auf alle Fälle zunächst einmal nicht panisch losrennen, sondern mit dem behandelnden Kinderarzt oder Kinderkardiologen in Kontakt treten, weil vielfach wissen wir, dass gerade jetzt auch in der jetzigen Zeit noch respiratorische Virusinfekte, also Infekte der oberen Luftwege über eine andere Viruserkrankung in deren Alter nicht ausgeschlossen ist, sondern sogar eher die häufigere Wahrscheinlichkeit noch darstellt. Und diesen empfehlenden Informationen vom Kinderarzt dann auch vertrauen und bei einer Problematik, wo die Atmung dann tatsächlich sich erschweren würde, macht es sicherlich Sinn,
eine der Infektionsambulanzen aufzusuchen, um die Problematik einer, sagen wir mal, vielleicht Infektion mit diesem Coronavirus auch auf den Grund zu gehen. Und dafür gibt es natürlich auch Anlaufstellen, und hier würde ich tatsächlich empfehlen, eine Anlaufstelle aufzusuchen, die auch eine Versorgung mit angeborenen Herzfehlern aufweist. Die meisten wissen ja, dass ich die Klinik im Deutschen Herzzentrum für angeborene Herzfehler leite, aber auch die Klinik für angeborene Herzfehler in der Charité. Und die Charité ist natürlich als Universitätsklinik ein Maximalversorgungszentrum und ist in dieser Konstellation, wenn tatsächlich die Sorge angeborener Herzfehler und Verdacht auf eine schwerere oder zunehmend schwerere Atemwegserkrankung vorliegt, die erste Anlaufstelle. Aber ich kann tatsächlich, so schwer auch das wieder fällt, es so auszudrücken, aber wenn ich also ein Kind habe, dem es gut geht, ja, das eine Korrektur oder auch eine Palliative, aber ich spreche jetzt eher mal von korrigierten Herzfehlern, hatte und es hat leichtes Fieber und es hat Husten, ich muss nicht sofort in die Klinik, ich muss nicht sofort die Gewissheit haben, weil wenn es so ist, kann man erstmal eh nichts machen. Es gibt ja kein Mittel leider dagegen, kein unmittelbares. Also zur Panik gibt es keinen Anlass auch dann. Panik ist kein guter Berater in keiner der Situationen. Wenngleich es natürlich schwierig ist, bei den gesamten Nachrichten, die man rechts und links liest, eine persönliche Unsicherheit zu vermeiden. In diesem Zusammenhang, wenn ein Kind wirklich eine fieberhafte Erkältungserkrankung hat, sollte unbedingt mit einem Arzt eine Beratung stattfinden. Und diese Beratung muss und wird dann auch Grundlage sein, inwieweit man sich einer weiteren Abklärung entsprechend zugänglich macht. Anders kann ich es, glaube ich, auch nicht beantworten, weil eine fieberhafte Atemwegserkrankung in der heutigen Zeit zu ignorieren und nach dem Motto, naja, das ist so wie immer, hat ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Fieber, was zwar die überwiegende Wahrscheinlichkeit darstellen wird, ne, ist aber unter Umständen dann doch nicht das richtige Management, ohne das in einer Beratung mit einem Kinderarzt auch abzusichern. Also zu Hause bleiben erstmal, Absolut. aber sofort natürlich fachlichen Rat suchen, den es ja auch hier gibt bei uns. Wichtige Frage noch, Impfung, Pneumokokken und Influenza-Grippeimpfung. Jetzt noch, wenn es dem Kind gut geht? Ja, nein, falls es die nicht ohnehin schon hatte. Ja, ich gehe davon aus, dass ein Großteil unserer Patienten mit angeborenen Herzfehlern jenseits der Impfempfehlung natürlich eine Pneumokokkenimpfung hat. Das kann man im Impfpass auch nachlesen. Sollte bei den Patienten, die jenseits des Impfempfehlungsalters noch keine Pneumokokkenimpfung haben, dann ist das auf alle Fälle etwas, was man nachholen kann und sollte. Die Problematik, dass der Impfstoff kurzfristig nicht verfügbar war oder eng war, scheint nach meinen Informationen sich zu mildern. Es scheint wieder Impfstoff zu geben für gegen Pneumokokken, sodass bei einer nicht erfolgten Pneumokokkenimpfung tatsächlich beim Kinderarzt diese Impfung auch nachgeholt werden sollte. Das gilt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Bei der Influenza-Impfung ist das tatsächlich eine Situation, die man hinsichtlich der abflauenden Influenza-Welle oder der zu erwartenden abflauenden Influenza-Welle sehr zwiespältig betrachten kann. Wenn man eine Influenza-Impfung jetzt durchführt, würde man wahrscheinlich in 14 Tagen den wirklichen Schutz vor einer Influenza, ist also eine richtige Grippe, ja, also mit dem Influenza-Virus, würde man einen Schutz in 14 Tagen erwarten. Normalerweise erwartet man allerdings in der jetzigen Zeit, Ende März, Anfang April, wenn man die Saisons der letzten Jahre anguckt, eigentlich den
den Niedergang der Influenza-Saison. Von daher ist es unter Umständen so, dass der Schutz dieser Influenza-Impfung mit dem Ende der Influenza-Saison einhergeht. Und wenn man das so sähe, würde es hinsichtlich des Schutzes einer jetzigen akuten Influenza-Virus-Infektion nicht wirklich zuträglich sein. Unabhängig davon wissen wir, dass die Meldung von Influenza-Fällen, das, was ja auch eine meldepflichtige Infektionskrankheit ist in Deutschland, dass letzte Woche noch circa knapp unter 10.000 Influenza-Fälle gemeldet worden sind. Mit anderen Worten, die Influenza-Saison ist noch nicht am Ende. Und wenn man dieses jetzt mit ins Kalkül zieht und sagt, Mensch, das war so eine komische Wintersaison, und die Influenza-Welle ist noch nicht nachweislich auf dem absteigenden Ast, kann man tatsächlich daraus entnehmen, dass man sicherheitshalber eine Influenza-Virus-Impfung noch durchführt, so sie noch nicht stattgefunden hat. Ein zweiter Effekt scheint auch in dieser Empfehlung mit zu berücksichtigen zu sein. Eine Impfung ist in einem regelmäßigen Setting hinsichtlich des Impferfolgs auch für die Nachfolgesaison als besser darzustellen. Mit anderen Worten, wenn man jetzt noch impfen würde, wenn man nicht geimpft wird, hat man bei einer Nachfolgeimpfung, bei Beginn der nächsten Saison, also im nächsten Herbst dann, sogar einen vermeintlich besseren Impfschutz, nur weil man in der Wiederholung und in der sag mal, routinemäßigen Abfolge von Impfungen gegen Grippe einen besseren Impfschutz erhält. Gilt das auch für Pneumokokken? Weil Janine fragt hier gerade, unser Sohn ist Pneumokokken geimpft, Kinderarzt empfiehlt erneut zu impfen. Ich frage mal doof jetzt zumindest, du kannst schaden. Der Pneumokokkenimpfung im Kindesalter ist eigentlich, wenn sie legeartig durchgeführt worden ist, bis ins Erwachsenenalter ausreichend. Von daher ist nach RKI-Richtlinien aus meiner Situation oder aus meiner Kenntnis heraus keine Impfwiederholung notwendig. Wenn allerdings der Impferfolg hinsichtlich der Pneumokokken fragwürdig ist, sollte man das noch mal hinterfragen. Ganz konkret hier nochmal zum Deutschen Herzzentrum, Ambulanztermine und auch OP-Termine. Wenn ich keine Absage bekommen habe für einen Ambulanztermin, ganz normal komme, oder? Ja, aber ich denke, es macht auf alle Fälle Sinn, einmal nachzufragen, weil sich hier aufgrund des dynamischen Verlaufs der Erkrankung tagtäglich etwas ändern kann. Und wir unter Umständen bei einer Erkrankung unseres oder akuten Erkrankung oder Schließungsnotwendigkeit auf wegen Erkrankungen von unserer Ambulanz unter Umständen in der Logistik des Kontaktierens der Patienten gar nicht nachkommen können. Das können wir noch gar nicht so richtig vorhersagen. Von daher ist die Information auf alle Fälle sinnvoll, bevor man unnötigerweise zurzeit durch die Öffentlichkeit fährt. Eigentlich haben wir es so abgebildet, dass die Patienten, die sagen wir als elektiven Kontrolltermin interpretieren, also wo wir wissen, dass es ein Herzfehler ist, von dem wir seinen Verlauf über die Jahre stabil verfolgen können und dass ein Termin wäre, der in der Regelmäßigkeit sich wiederfindet und weniger in einer akuten Notwendigkeit, würden wir eher auch nach hinten verschoben und glauben auch, dass wir die meisten oder hoffentlich auch alle davon erreicht haben und davon in Kenntnis gesetzt haben. Auf der anderen Seite natürlich, wenn wir Patienten haben, die Probleme mit ihrer Herzerkrankung haben, die eine Veränderung ihres Gesundheitszustands verspüren, die vielleicht Rhythmusstörungen verspüren, die jetzt zunehmen und anders sind als vorher,
Die sollten natürlich mit uns in Kontakt treten, weil das sind Patienten, die wir natürlich nicht unversorgt lassen und auch nicht lassen können und auch nicht wollen. Denn die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit angeborenen Herzfehlern ist eines der Erfolgsgaranten, die wir in den letzten Jahrzehnten sag mal, erfahren haben und auch angewendet haben und nur deswegen auch in dieser Erfolgsspur sind. Wenn ich ganz kurz nochmal zu den Pneumokokken Stellung nehmen darf. Pneumokokkenimpfung zu wiederholen macht tatsächlich nur dann Sinn, wenn man die drei Grundimmunisierungen hat. Dann kann man im Alter von 15 bis 23 Monaten, also zwischen anderthalb und 2 Jahren, sicherheitshalber noch eine Nachimpfung überlegen. Wenn man die Grundimmunisierung nicht hat, die im Alter von 2 bis 14 Monaten in drei Impfungen stattgefunden haben, dann muss man auf alle Fälle diese Grundimmunisierung vervollständigen. Das heißt, ob man eine Nachimpfung für Pneumokokken im Alter bis zu 2 Jahren noch macht, hängt so ein bisschen davon ab, wie man es einschätzt, wie der Impferfolg ist. Für diese Konstellation erwarten wir keinen Nachteil. Jetzt konstruiere ich noch mal einen Fall, der basiert auf diversen Nachfragen. Ich bin eine Familie, die weiter weg wohnt von Berlin. Und meinem Kind, das einen, sagen wir mal, etwas komplizierteren angeborenen Herzfehler hat und der korrigiert wurde, dem geht es schlechter. Ich sorge dafür, dass es getestet wird und der Test ist positiv. Also dieses Kind ist an Corona, an Covid-19 erkrankt. Da kam wiederholt die Frage, sollten diese Leute dann darauf bestehen, gleich ins Deutsche Herzzentrum zu kommen, oder ist das ganz falsch? Das wäre tatsächlich falsch. Und zwar liegt es daran, dass der Senat für Gesundheit, also die Gesundheitsbehörden, eine Krankenhausklassifizierung herausgeben, die sich in verschiedenen Leveln abspielt. Und das Deutsche Herzzentrum ist ein sogenanntes Level 3 Krankenhaus, was bedeutet, dass es aufgrund seiner Versorgungslage für schwere kardiovaskuläre Erkrankungen möglichst lange Covid-erkrankungsfrei sein soll, damit es nicht durch die Covid-Erkrankungen die Versorgungssituation der Patienten, die eine Herzproblematik haben, aufgeben muss, da es verseucht oder da es eventuell verseucht sein könnte. Mit anderen Worten, die Gesundheitsbehörden sagen, dass sagen wir, Einrichtungen wie das Deutsche Herzzentrum, was sie zum Level 3 Krankenhaus gemacht haben sollen, hauptamtlich dafür sorgen sollen, dass die Patienten, die nicht aufgrund einer Covid-Erkrankung, sondern aufgrund einer Herzerkrankung versorgt werden müssen, auch die notwendige Versorgung erhalten. Also heißt das, dass das Kind, was einen angeborenen Herzfehler hat und eine nachgewiesene oder begründet verdächtige Covid-19-Erkrankung hat, muss sich an ein Krankenhaus wenden, was sich mit diesen Erkrankungen auseinandersetzt. In Berlin wäre es beispielsweise die Charité. Außerhalb Berlins ist eine Information beim Gesundheitsamt unbedingt einzuholen, welches Krankenhaus als nächstes anzufahren ist. Wir können auch gleich nochmal diese Website posten. Da gibt es ja eine Seite, auf der man anhand seiner Postleitzahl immer rausfindet, welches Gesundheitsamt zuständig ist. Wenn ich daran denke, das hier auch nochmal zu tun. Aber Sie haben das jetzt nochmal genannt, und das muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Das wisst ihr alle, das DHZB ist immer eine Spezialklinik, auch für schwere Herzerkrankungen. Und was hier hinter den Kulissen, wir haben es auch gestern mit Dr. Felix Schönrath schon mal besprochen, was hier läuft, ist eine ganz, ganz intensive Arbeit, obwohl das Operations- und Katheterprogramm zurückgefahren wurde, wo das nach sorgfältiger Abwägung möglich war, auch wenn eigentlich weniger los ist hier im Moment, auch wenn das Herzzentrum für Besucher gesperrt sein muss und damit hier so eine merkwürdige Atmosphäre wie jeden Tag Sonntag ist, herrscht. Es ist eine große Aktivität, dieses Zentrum so gut wie möglich vorzubereiten, vor allem Herz-Kreislauf-Patienten zu behandeln und wie Professor Berger das gesagt hat, es sozusagen Corona frei zu lassen. Hier werden die Mitarbeiter intensiv getestet
Bei jedem Verdacht wird das geguckt, Patienten sowieso. Es gibt wirklich ausführlich ausgearbeitete Pläne, wie man mit Corona-Patienten umgeht, um jeden Preis zu vermeiden, dass es sich hier im Krankenhaus vermeidet. Das muss man vielleicht an der Stelle jetzt auch noch mal so dazu sagen, weil ich Sie dann auch jetzt auch noch mal fragen möchte, Professor Bergert. Es gibt eben Fälle, die kann man nicht abwarten, bis die Corona-Krise oder Pandemie vorbei ist. Die müssen jetzt behandelt werden, vor allem natürlich auch größere Operationen. Würde ich als Vater jetzt auch denken, oh, jetzt muss mein Kind da im Herzzentrum, es muss in ein Krankenhaus, es muss operiert werden. Aber die Sorge sollte sich dann auch in Grenzen halten, was den Virus, das Virus angeht. Ja, ich möchte es nochmal tatsächlich betonen. Wir sind in unserer Herangehensweise an die Interpretation der Herzerkrankungen natürlich getrieben von der Dringlichkeit. Und jeder dringliche Fall oder Notfall, der wird natürlich ungeachtet unserer Arbeitsbelastung behandelt werden und auch behandelt werden müssen. Und das ist das, was wir in der Logistiksituation und in der Planungssituation, die wir zurzeit tagtäglich bis tief in die Nacht oder sogar über die Nacht hinaus 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche durchführen, damit wir eine optimale Planung der zu dringend zu operierenden Patienten auch gewährleisten können und auch für Notfälle da sind. Wo wir um Verständnis bitten, und das ist etwas, wo uns auch die Hände gebunden sind und wo wir auch gar keine Wahl haben, sind bei Patienten mit Herzerkrankungen, bei denen wir sagen müssen, dass es sich mehr oder weniger um einen elektiven Eingriff handelt. Also einen Eingriff, der von der zeitlichen Planung heraus ohne Nachteile für den Patienten auch nach hinten verschoben werden kann. Und das ist das Entscheidende, ohne Nachteil für den Patienten nach hinten verschoben werden kann. Da sind wir gehalten, von den Gesundheitsbehörden diese elektiven Eingriffe auch tatsächlich nicht durchzuführen. Und das ist auch zu argumentieren, weil wir für den einzelnen Patienten dann auch keinen Nachteil erkaufen oder in Kauf nehmen. Wichtig für mich ist nochmal, dass Sie sicher sind und auch sicher sein können, dass wir in der jetzigen Situation alles, aber auch wirklich alles tun werden, um die Sicherstellung der Behandlung von dringlichen und von Notfällen mit angeborenen Herzfehlern zu gewährleisten. Inwieweit das uns überholt, die Problematik, und wir uns in Situationen wiederfinden wie in anderen Ländern, wie beispielsweise Italien oder Spanien, vermögen wir nicht zu durchdenken und wollen es auch nicht erwarten. Wir sind aber darauf vorbereitet und auch dann werden wir sicherlich Sorge tragen dafür, dass die notwendige Behandlung für die Patienten mit angeborenen Herzfehlern, so gut es auch irgend geht, dann aufrechtzuerhalten. Also seien Sie versichert, wir tun alles, um unseren Patienten in ihrer Behandlung auch gerecht zu werden. Und um das vielleicht auch nochmal zu sagen, also im Moment sind es keine blöd formuliert italienischen Verhältnisse. Noch im Moment ist alles noch ruhig. Es ist Vorbereitung und ein Vorbereitetsein. Ja, wir alle hoffen natürlich, dass unsere Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die von den Behörden verordnet worden sind und die auch zunehmend von der Bevölkerung ernst genommen werden, dass sie greifen und uns vielleicht zum Ende der Woche oder Mitte nächster Woche tatsächlich einen Rückgang des täglichen Infektionsanfalls dokumentieren lassen. Bisher muss man sagen, ist es auch zu früh, da eine endgültige Stellungnahme abzugeben. Und von daher können wir noch gar nicht sagen, inwieweit wir tatsächlich Verhältnisse wie in den Nachbarländern wirklich vermeiden können. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist aber extrem gut vorbereitet. Wir haben vergleichsweise hohe Intensivkapazitäten, sodass wir hoffen, mit den guten Vorbereitungen, die wir Land ein, Land aus auch durchführen, tatsächlich dieser Problematik uns weitestgehend gewappnet fühlen und hoffen, dass das auch so ist. Und dazu gehört, egal wie alt wir sind, egal ob wir herzgesund sind, einen angeborenen Herzfehler haben oder nicht,
dass wir uns an diese Regeln halten, so schwierig die vielleicht auch manchmal sind. Eine letzte Frage möchte ich nochmal stellen und dann glaube ich, soll es für heute auch mal gut sein. Ist es nach Medikamenten, auch da war in den letzten Wochen immer wieder geisterte was durchs Netz, ACE-Hämmer, kann man da eine einfache pauschale Antwort geben? Gibt es jetzt schon tatsächlich belastbare wissenschaftliche Erkenntnisse, dass man sagen sollte, auf dieses Medikament sollten Sie jetzt verzichten? Ja, da ist wieder die große Problematik, die sich für uns in der Medizin immer widerspiegelt, dass wir Erfahrungen aus Zellkulturen nicht zwingenderweise umsetzen können in die klinische Praxis. Worauf ich anspiele, ist, dass wir tatsächlich Hinweise darauf haben, dass der ACE2-Co-Rezeptor als ein wichtiger Faktor zu sehen ist, der das Eindringen des Virus in die Zelle der Lunge oder in anderen Organen, im Herzmuskel zum Beispiel oder in der Niere, befördert. Und wir wissen, dass die Anwendung von ACE-Hämmern und von Angiotensin, zwei Blockern, die Dichte von ACE2 zu erhöhen scheint und von daher das Eindringen des Virus in die Zelle vermeintlich befördert. Dieses ist aber nicht in der klinischen Evidenz, also sprich, es ist für uns nicht wirklich sichtbar in der Behandlung der Patienten zu sehen. Und von daher können wir dieses tatsächlich auch nicht zu interpretieren, ob das wirklich so eine Rolle spielt, ob da Faktoren sind, die uns noch keine Interpretation diesbezüglich erlauben. Also gibt es klare Empfehlungen, dass die Medikation, zum Beispiel eines Hochdrucks mit einem ACE-Hämmer oder die mit einem AT2-Block, dass die fortgeführt wird, weil die Nachteile eines schlecht eingestellten Hochdrucks oder einer schlecht eingestellten Herzfunktion, die auch mit diesen ACE-Hämmern und AT2-Blockern behandelt werden, dass die einen deutlich negativeren Einfluss haben könnten als das vorsichtigere Absetzen dieser Medikamentengruppen, nur allein aufgrund des Verdachts. Es gibt auch weitere Spekulationen, warum zum Beispiel die Viruserkrankungen im Kindesalter anders verlaufen könnten oder milder verlaufen könnten, weil eventuell die ACE2-Dichte bei Kindern einen anderen Verlauf oder eine andere Reifung oder eine andere Versorgungskonstellation darstellen als im Erwachsenenalter. Aber all das sind derzeit noch nicht wirklich geprüfte Zusammenhänge, sodass auch ich hier mich an die Empfehlungen der großen Fachgesellschaften anlehnen möchte und sagen müsste, derzeit gibt es überhaupt keinen Hinweis darauf, dass wir diesen Verdacht mit Absetzen dieser Medikation wirklich beantworten sollten. Jetzt ist es auf die Minute genau eine Stunde, die wir hier online sind. Eine halbe Stunde hatte ich Professor Berger angekündigt, hat aber schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass es vielleicht ein bisschen länger gehen könnte. Ich glaube, sicherlich kann man jetzt den Eltern die Sorge nicht nehmen. Das ist klar und es ist hier eine Flut von ganz konkreten Einzelfragen. Es ist versprochen, wir sind nur ein sehr kleines Team in der Kommunikation, aber wir kümmern uns darum, die Fragen, die wirklich sozusagen hieb- und stichfest sind, mit dem Team der Kinderkardiologie zu besprechen und euch möglichst zu beantworten. Habt ein bisschen Geduld, weil unsere Kinderkardiologen, also das ganze Team von Ärztinnen, Ärzten und Pflege tatsächlich, obwohl weniger los ist an Fällen, sehr viel damit beschäftigt ist, sich bestmöglich vorzubereiten. Eine Sache habe ich jetzt ganz bewusst ausgeklammert, das ist die Frage nach immunsupprimierten Patienten, nach Herz- und oder Lungentransplantierten Patienten. Wir werden da sehr schnell, vielleicht morgen, ich muss immer gucken, welche Ärzte wann verfügbar sind, den nächsten Live-Talk speziell zu diesem Thema nochmal halten. Ein Hinweis auch nochmal, weil das jetzt ein paar Mal kam, ja, wir laden
dieses Gespräch auch auf YouTube und auf Instagram TV hoch. Wir haben uns für live bei Facebook entschieden, weil wir einfach die meisten Follower haben. Aber dieses Gespräch gibt es dann auch überall anders abrufbar. Und ich brauche auch keinen Facebook-Account, um es hier auf Facebook im aufgezeichneten Modus dann zu sehen. Professor Berger, ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihnen, Ihrem ganzen Team, jetzt erstmal alles Gute. Und vielleicht konnte es ein bisschen helfen, ein bisschen beitragen. Stellt weiter Fragen. Ich werde versuchen, mir immer einen der kompetenten Ärzte hier zu angeln und euch weiter auf dem Laufenden zu halten. Vielen Dank. Alles Gute für Sie alle.